So, ich mache jetzt ein kleines Minecraft Pocket Edition der Joe. Und hier sind wir an dem Ort, an dem alles angefangen hat. Die vielen Öfen, die wir hier sehen, die dienten eigentlich nur als Lagerzweck für die Cobblestones, die ich da unten in meinem Lagerraum ausgehoben habe. Denn damals gab es ja noch keine Kisten. Nun gehen wir in mein Haus nach oben. Und schauen es uns als erstes von außen an. Dazu gehen wir in meine kleine Allee. Hier sieht man es von links. Und jetzt von rechts. So. Nun gehe ich mal nach links oben. Hier ist meine kleine Küche. Nichts Besonderes, nur ein bisschen, nur einige Öfen und eine Werkbank. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, nämlich nach rechts oben. Hier habe ich meine Kaktusfarm. Und hier ist ein kleiner unbedeutender Gang. Nach oben, wenn wir nach oben gehen, ist hier ein kleiner Dachboden. Und hier, in dem Raum, kann man hinunter auf die Kaktusfarm schauen. So. So. Hier ist mein kleines Wohnzimmer. Mit einem nicht so schönen Ofen. Das da ist ein kleiner Gang mit hinten dran einem Swimmingpool. Und der Raum da vorne, in welchen ich jetzt gehe, hier kann man die Kakteen abholen, hier habe ich auch schon einen, welche dann hier runterfallen. Jetzt zeige ich euch mal meine Monsterfalle, welche ich noch unten gebaut habe. Da unten. Ja. Hier werden die Monster angeschwemmt und sterben dann in der Lava. Und in einer Etage drunter kann man dann die Items abholen. Im Moment sind noch nicht gerade viele Items angeschwemmt worden. So, jetzt zeige ich noch mal kurz meine Allee. Da draußen. Dem paar Blümchen und meinem Beet. Da vorne hatten noch mal einen kleinen Ausblick auf das Tal. Und nun zeige ich euch meinen Geheimraum. Hier sieht man auch, dass ich relativ viel Glas verbaut habe. Ja, das Skelett lasse ich jetzt mal. Der Eingang zu dem Geheimraum ist nicht gerade schön. Aber hier sind wir jetzt hinter dem Ofen und hier hinter der Küche. Jetzt sind wir ganz oben. Oh. Und sehen meine kleine Bibliothek. Hier werde ich mal, wenn es ihn mal gibt, einen Enchantment Table hinbauen. Wenn ich jetzt da durchgehe, sind wir wieder in meinem Dachboden. Das war es eigentlich auch schon von meinem Let's Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.